nachdem sich die letzten paar Mal jetzt richtig hart beschwert wurde, von wegen, bla, es gibt ja immer noch Premium-Packs, immer so kurze Videos, mache ich diesmal ein leicht, vielleicht längeres Video, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch diesmal einen Booster dabei, was nicht unbedingt von Wizard of the Coast ist, nicht abschalten, das hat mit Wizard of the Coast zu tun. Und zwar ist es ein Booster von Ultimate Guard. Ein Token-Booster, Premium Protection, also Ultimate Guard Premium Protection, das ist aber auch hier am Glitzern und am Scheinen. Hier nochmal schön Ultimate Guard Symbol mit Prüfsiegel von Ultimate Guard. Ja, wer mich kennt, weiß, ich bin ein Ultimate Guard Fanboy. Ich finde ganz, ganz viel, was die Jungs machen und Mädels, ganz, ganz toll. Bis auf die Inner Sleeves. Aber ansonsten finde ich die ganz, ganz toll. Und dementsprechend finde ich das ganz cool, dass ich das hier mal öffnen kann. Ich habe noch keine Ahnung, was mich wirklich erwartet. Ich habe so ein Ding noch nie wirklich gesehen. Ich wusste gar nicht, dass die Dinge existieren. Ja, mal gucken. Da steht Set of 9 Tokens. Also gehe ich davon aus, es sind Tokens drin. Oh, jetzt fallen sie mir alle schon aus der Hand. Oh Gott. Ach, du geile. Okay, ein Beast. Token. Die Rückseite ist so ein Ultimate Guard Ding. Ein Demon 5-5 fliegend. Okay. Ein Spirit, der kann auch fliegen. Und der ist hübsch. Der Soul. Oh, die Artworks sind ja mal richtig nice. Wow. Soldier Token. Ein Angel. Oh, den habe ich glaube ich hier vorne schon gesehen. Ja, oh, Alter. Alter. Und die Qualität ist auch richtig gut. Ja, das bin ich schon. Aber es sind 3-3 Engel. Wer macht denn 3-3 Engel? Ich brauche einen 4-4. Was, nee. 1-1 Goblin. Der ist ein bisschen langweilig, aber ganz okay. Oh, 1-0 blaue Elemental. Gerade jetzt wieder mit Pionier ein bisschen wichtiger geworden. Mit Mono Blue Devotion. Das ist cool, dass an so Token auch mal gedacht wird. Was haben wir hier? Elf Warrior, den werden wir öfter sehen, weil der wird auch öfter benutzt. Oh, Was? Ein 1-1 Zombie? Das muss ein 2-2 Zombie. Gibt es eine Karte, die einen 1-1 Zombie macht? Denn ja, kann mir das mal bitte irgendwie da drunter klatschen. Ich vergesse das wieder. Aber was? Der muss 2-2 sein. Und hier haben wir Werbung für den Super Hive. Okay. Werbung. Free Werbung für Ultimate Guard. Ja. Ist doch nicht länger als die anderen. Aber die sind mal richtig nice. Damit werde ich noch irgendwas Cooles machen, denke ich. Ja. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blackblade. Ciao, ciao.